Wenn in Surbrot Ende Mai der Kuckuck ruft, ist hier die Zeit der Nachtfröste vorüber. Der Ort in der Nähe von Kalter Herberg und Monschau auf der belgischen Seite des Hohen Fenns, wo die Eifeler Ruhr entspringt, liegt nahezu 700 Meter hoch. Im späten Frühjahr wurden hier in fast allen Häusern die Vorbereitungen zum Einholen des Winterbrandes getroffen. Wichtigstes Hilfsmittel war die Torfschippe, die man, frisch geschärft, meist mit dem Blatt nach oben abstellte. Ein Großteil des vertorften Fennhochmoors, das heute unter Naturschutz steht, gehörte zu Surbrot. Daher hatten alle eingesessenen Familien der Gemeinde das Torfrecht, das von manchen noch vor wenigen Jahren genutzt wurde. Um die Torfgewinnung im Bild festhalten zu können, mussten die Geräte aus den Abstellschuppen wieder vorgeholt werden, wie dieser Schleifstein mit der Flasche als Wasserspender. Bevor die Truffleur, so hießen die Torfstecher auf Wallonisch, ins Fenn hinauszogen, mussten die Torfschippen geschliffen werden. Die spatenähnliche, vom Dorfschmied hergestellte Schaufel hat eine 18 cm breite Schneide und ist im Blatt 31 cm lang. Das Wasser, das aus der Flasche herabtropft, kann mit dem Stopfen reguliert werden. Wenn es ins Fenn ging, wurde in der Regel gegen 5 Uhr morgens aufgebrochen. Für den über zweistündigen Weg fanden sich meist die Torfstecher zusammen. Da Surbrot zum wallonischsprachigen Teil Belgiens gehört, hat sich der ganze Wortbestand um die Arbeiten im Fenn in diesem Dialekt ausgebildet. Die Torfschippe, deren Schneide hier mit dem Wetzstein abgezogen wird, heißt zum Beispiel auf Wallonisch Schub de Tuff. Neben den schmalen 8,5 Kilo schweren Geräten kennt man auch besonders breite Schaufeln, die 12 Kilogramm schwer sind. Sie werden zum Abstechen des Wasens gebraucht und müssen ebenfalls scharf gemacht werden. Während die Männer ihre Werkzeuge in Ordnung bringen, packt die Hausfrau in der Küche den Mundvorrat für den langen Arbeitstag ein. Beim Torfmachen blieb man gewöhnlich bis 18 Uhr draußen. Der Stiel der schweren Schaufel besteht aus einem Eschenstämmchen mit abgewinkeltem Aststück. So lässt sie sich mit ihrem 30 cm breiten, hammerverstellten Blatt beim Niederstoßen besser handhaben. In Surbrot heißt es, dass die Torfschippen so scharf wie Rasiermesser sein müssen. So ist es zu verstehen, dass die Männer die Arbeit am Schleifstein mit solch großer Sorgfalt ausführen. Die Schubkarre, wallonisch Enberwe, dient nicht nur zum Transport der Utensilien. Die einräderigen Fahrzeuge werden auch am Torfplatz im Fenn gebraucht. Außer den Arbeitsgeräten, dem Rucksack mit Speisen und dem Kochkessel gehören auch die Regenschirme zur Ausrüstung. Eine Hepp,
So die Bezeichnung für das Haumesser und ein Wetzsteinköcher werden hinzugelegt. Auf dem Weg durch den Ort schließen sich weitere Torfstecher an, zu denen auch jüngere Leute gehören. Die hohen Buchenhecken mit ihren Tordurchfahrten, die zum Schutz gegen die raue Witterung angelegt wurden, sind charakteristisch für alle Ortschaften am Hohen Venn. Obwohl jede Familie bei der Arbeit im Torf auf sich angewiesen war, galten die Tage, die man im Fenn verbrachte, als besondere Zeit des örtlichen Gemeinschaftslebens. Es wurde berichtet, dass sich im Fenn früher manche Ehen anbahnten. Wenn die Torfstecher das Dorf hinter sich gelassen haben, führt der Weg durch eine breite, aufgeforstete Zone am Rande des Hochmoors. Die Marcel! Das ist ein Batschka Veri, du Löfasset. Du kudet mo, ja, Kavu. Amuvu? Jo, Tore. Und da war ein Boss. Batschka Veri, Amuvu. Du machst den Tula, Marcel. Den er, Walle. Sobald der Fichtenwald zurücktritt, öffnet sich die weite, durch besonderes Pflanzenwachstum gekennzeichnete Fennlandschaft, die durch flache Anhöhen und östlich abfallende Mulden gegliedert ist. Ende Mai, Anfang Juni haben sich die ausgedehnten Flächen begrünt, auf denen im späten Frühjahr das Wollgras blüht. Einen einigermaßen festen Pfad, der bei anhaltender Trockenheit oder bei Frost auch befahrbar ist, gibt es nur abschnittsweise. Was von weitem wie eine geschlossene Grasnarbe wirkt, besteht in Wirklichkeit aus unzähligen, dicken, 50 cm hohen Seggenbüscheln mit sumpfigen Zwischenräumen, die man nur mühsam begehen kann. Auf dem Gang ins Fenn wird Wasser von daheim nicht mitgenommen. Die Torfstecher kennen die trinkbaren Quellen im Moor, die meist als Tümpel erscheinen. An einer solchen Stelle legt man eine kleine Pause ein, damit die Kaffeekessel gefüllt werden können. Das ist schon. Die Feuchtigkeit stammt ausschließlich aus den Niederschlägen, die hier oben besonders reichlich ausfallen. Ja,
Mit seinen spärlichen Abflüssen, zu denen die Quellbäche der Ruhe und der in Richtung Eupen verlaufenden Hill gehören, ist das Hohe Venn ein riesiges Wasserreservoir für die umgebenden Landschaften. Bei einer Mächtigkeit von durchschnittlich 7 bis 10 Metern trocknet das Torfmoor selbst in den heißesten Sommern nur an der Oberfläche. Immerhin besteht dann die Gefahr der gefürchteten Fennbrände. Die stauende Nässe in der Tiefe ist auch der Grund dafür, dass man den Torf nur an einer bestimmten Stelle graben kann. Sie wird Grosse Terre genannt und ist im Zentrum des wallonischen Fenns schon von weitem als schmale, bandartige, ungefähr 1 Kilometer lange Stufe erkennbar. Der Höhenunterschied an der durchweg zugewachsenen Kante beträgt ziemlich genau 4 Meter. Wo der Bewuchs fehlt, tritt der reine schwarzbraune Torf wie eine mächtige, in sich kompakte Bank hervor. An einer Stelle mit schräg abgestufter Wand, vor der unten ein schmaler Wassergraben angelegt ist, wurde am vorausgehenden Tag mit dem Torfstechen begonnen. Am frühen Morgen trifft hier die kleine Gruppe wieder ein, um die Arbeit fortzusetzen. Der älteste Truffleur kümmert sich sogleich um die Feuerstelle, die er unmittelbar neben dem Wassergraben anlegt. Trockenes Reisig und Papier zum Anzünden sowie auch ofenfertige Torfstücke zum Unterhalten des Feuers bringt man stets von daheim mit. Ebenso die lange Stange, an der der Kaffeekessel zum Kochen aufgehängt wird. Auch als hier vor dem letzten Krieg Thermosflaschen in Gebrauch kamen, verzichteten die Torfstecher nicht auf ihre Kochstelle am Arbeitsplatz. Da sie die Feuerung klein zu halten wissen, die vor dem Heimweg mit Wasser beschüttet und sorgfältig ausgetreten wird, ist dadurch noch niemals ein Fennbrand entstanden. Es kommt hinzu, dass die Saison der Torfstecher nach der frühesten schriftlichen Regelung aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts nur bis zum 10. Juli reichte. Die gefährliche trockene Sommerjahreszeit blieb also ausgeschlossen. Der letzte große Fennbrand, der wochenlang im Untergrund schwelte und sich hier unaufhaltsam weiterfraß, wurde 1911 durch ein starkes Militäraufgebot gelöscht. Wahrscheinlich war er durch eine Flaschenscherbe entstanden, die wie ein Brennglas wirkte. Ja.
An der dunklen Wandung haben die Torfgräber inzwischen mit ihrer Arbeit begonnen. Die Abbaustrecke ist durch die deutlich vorspringende Nase in der Mitte, dort wo die Leiter steht, in zwei Abschnitte gegliedert, die beide einen leichten Bogen nach hinten beschreiben. Jeder von diesen Abschnitten hat eine Breite von 15 Meter und ist einem Haushaltsvorstand zugemessen, sodass hier demnach zwei Familiengemeinschaften tätig sind. Durch eine gedachte Linie, die auf die Nase zuläuft, teilt sich auch die Fläche im Vordergrund in zwei gleich große Felder. Beide Gruppen, aus denen jeweils eine Person die Schubkarre bedient, nutzen den Platz vor der Wand zum Auslegen und Vortrocknen der frisch gestochenen Torfstücke. Der Trockenplatz wurde von allen gemeinsam vor Beginn des Torfmachens vom Aufwuchs befreit und eingeebnet. Während bei der einen Gruppe ein junger Bursche für den Transport mit der Schubkarre zuständig ist, hat bei der anderen die Hausfrau diese Arbeit übernommen. Um 1950 gab es in Surbrot ungefähr 60 torfberechtigte Familien, die sich ab Ende Mai an der Grosse Terra in der gleichen Weise auf ihren 15 Meter breiten Feldern einrichteten. Die Abschnitte an der Torfwand wurden von der Gemeinde zugewiesen. In den Familiengruppen, zu denen früher auch Knechte und Mägde gehörten, übernehmen immer die zwei kräftigsten Männer die Arbeiten mit den Torfschippen. In der hinteren Gruppe sind die beiden Männer beim Abdecken des Vasens an der Oberkante. In der vorderen stechen sie unten an der Sohle der Wand die Torfstücke ab. Der Torf wird stets in einer waagerecht abgestuften, bankartigen Reihe gewonnen, in der sich die beiden Männer von den Außenrändern zur Mitte vorarbeiten. Nach der Länge des Schippenblattes ist sie ziemlich genau 30 cm breit. Jeweils vier übereinanderliegende, durch horizontale Schippenstiche abgeteilte Torfstücke bilden einen Block, der mit vertikalem Blatt losgetrennt und dann ausgehoben werden kann. Dies sind die letzten Torfstücke einer Bank, die damit abgeräumt ist. Einer der Männer hat begonnen, den Torf für die nächste Reihe hinten mit senkrecht geführten Stichen aus der Wand zu lösen. Auf diese Weise bestimmt man zugleich die Mächtigkeit der späteren Blöcke. Da das Blatt der Stechschippe ganz eindringt, ergibt sich auch hierfür das Maß von 30 cm. Wenn die Bank bis zum Ende von der Wand abgetrennt ist, kann man in der nächsttieferen Reihe mit dem Torfstechen fortfahren. Ja,
So gelangt man allmählich bis an das Niveau des Wassergrabens. Hier stößt der Torfstecher in 4 Meter Tiefe auf Holz, das von einem Birkenbaum stammt, welcher vor gut 10.000 Jahren im Moor versunken ist. Solche Hölzer werden häufig gefunden. Sie lassen sich nach dem Trocknen ohne weiteres zum Heizen verwenden. Mit der erreichten Abbautiefe findet der Torf an dieser Stelle des hohen Fens keineswegs ein Ende. Es ist wegen der natürlichen Gegebenheiten jedoch nicht möglich, noch tiefer zu graben, was mit dem Wasserstand im Moor zusammenhängt. Dass man den Torf an 4 Meter hoher Wand, wovon 1,5 Meter unterhalb der Oberfläche des Trockenplatzes liegt, überhaupt gewinnen kann, ist zunächst eine Gunst der Natur. Das hohe Fenn entstand nach der letzten Eiszeit auf flachen, abflusslosen Wasserflächen durch Moose, deren abgestorbene Teile niedersanken und die in der Wachstumszone an der Oberfläche ständig weiterwuchsen. Dadurch wölbten sich die Torfschichten allmählich bis in die Höhe der Grosse Terre empor. Sie liegen hier im oberen Bereich über dem Wasserspiegel des Moors. Dass man den Torf auch unterhalb des allgemeinen Niveaus erreichen kann, ist der Kunst der Wasserführung im Graben zu verdanken. Es ist bezeichnend, dass die Wallonen den genutzten Abschnitt an der Torfwand Fosse, gleich Graben, nennen. Der Randstreifen, auf dem der gestochene Torf für die Schubkarrenfahrer abgelegt wird, heißt Schwarzer Ort. Er wird ständig mit den Abfällen aufgefüllt und erreicht etwa Hüfthöhe. Beim Ablegen am Rande des Grabens kippen die Torfstecher die Viererblöcke, die gut 30 Pfund wiegen, mit einer Drehung der Stechschippe auf die Schmalseite. So lassen sie sich beim Aufladen auf die Schubkarre besser aufnehmen. Bei der regelhaften Präzision, mit der die ziegelsteingroßen Torfstücke aus der Bank geschnitten werden, fällt ein Block wie der andere aus. Ein geübter Abstecher beschäftigte früher einen Schubkarrenfahrer, sodass die Gruppen im Torf bei Normalstärke aus 4 Personen bestanden. 2 an der Wand und 2 auf dem Trockenplatz. Wenn in den Familien genügend Leute vorhanden waren, kam ein 5. hinzu für die Nebenarbeiten. Von der Torfbank, an der die beiden Abstecher im ersten Abschnitt arbeiten, steht nur noch ein kleines Mittelstück. Deutlich erkennt man das schmale Wassergerinne am Fuß der Wand, den erhöhten, trockenen Laufgang im Graben, auf dem sich die Abstecher bewegen, sowie den Grabenrand in ihrem Rücken mit den abgelegten Torfblöcken. Wenn der Wasserabfluss funktionieren soll, der sich aus der leichten Neigung des Geländes an der Grosse Terre ergibt, muss die Rinne ständig freigehalten werden. Indem die Männer den Bereich der Bank peinlich sauber halten, sorgen sie auch dafür, dass keine Torfbröckchen hinabfallen können.
Die Grenze zwischen zwei aneinanderstoßenden 15-Meter-Abschnitten wurde immer mit einer vorstehenden Nase markiert. Sie ergibt sich durch die bogenförmige Anlage der Stechbänke und trennt die Familiengruppen nicht nur in den Anrechten, sondern weitgehend auch in der Sicht. Das geebnete Feld vor dem Graben, in das sich die beiden Gruppen teilen, ist 2 × 15 Meter breit und gut 40 Meter lang. Hier liegen jetzt ungefähr 6000 Torfziegel zum Trocknen. Früher benötigte man hingegen 15.000 bis 20.000 Stück brennbare Erde in den Haushalten von Surbrot als Wintervorrat. Die andere Arbeitsgruppe ist immer noch dabei, für den Beginn eines neuen Abstichs die oberste Schicht der Wand abzuschälen, die man auf Wallonisch Väson nennt. Neben den beiden Stechern gehört ihr ein dritter Mann an, der sich um die Sauberhaltung des Grabens kümmert. Auf dem gewachsenen Boden oben an der Wandkante teilt ein Torfstecher mit der schweren Stechschippe 60 x 60 cm große Plaggen ab. Von dem Mann im Graben werden die 20 cm dicken Vasen an den Wurzelenden losgetrennt, mit der Rückseite der Schaufel abgehoben und nach unten befördert. An der Grabensohle richtet man so mit den zähen, grasnarbigen Stücken den trockenen Laufgang her. Die oberste Schicht der Torfwand wurde beim Vortreiben des Abbaus auf diese Weise immer zur Erweiterung der nachzuziehenden tieferen Ebene genutzt. Beim Abdecken des verhältnismäßig lockeren Materials über dem festen Torf fallen vermehrt lose Teile hinab. Darum muss das Gerinde am Fuß der Wand nun ständig überwacht werden. Wenn das Wasser wegen einer Verstopfung nicht mehr abfließen könnte, würde es sich aufstauen und in den vorausgelegenen Abschnitten die Arbeit behindern. Zur gleichen Beeinträchtigung musste es kommen, wenn früher im Verlauf der langgestreckten Abbauwand an einer Stelle nicht mehr gegraben wurde. Aus diesem Grunde zog die Gemeinde die ungenutzten Anrechte ein, um sie neu zu vergeben. Auch die zweite, stark durchwurzelte und lockere Schicht wurde von den Torfstechern aus Surbrot nicht als Brenn- und Heizstoff genutzt. In diesem oberen Bereich der Wand haben sich die pflanzlichen Bestandteile noch nicht zum homogenen Torf verdichtet. Die heruntergestochenen Stücke aus der zweiten Schicht werden zum Auffüllen des Grabens benutzt, der beim fortschreitenden Abbau vorwärts verlagert werden muss. In Konzen, auf der deutschen Seite des Hohen Fenns, hat man früher diesen halbgereiften Torf mit Wasser getreten und in hölzernen Kästen zu Klütten von der Größe der Torfziegel geformt. Dort stand der Torf nicht in einer solch ergiebigen Mächtigkeit an, sodass man sich mit dem minderwertigen Material begnügen musste.
Im alten Reglement für die Torfgräber in Surbrot ist festgelegt, dass der ausgetorfte Platz aufgefüllt und mit 3 Zoll Vasen zu belegen war. Die Bezeichnung Schwarzer Ort für den Grabenrand erklärt sich daher, dass hier der dunkle, nicht für abbauwürdig gehaltene Torf aus der zweiten Schicht aufgesetzt wird. Wenn an der Torfwand eine neue Bankreihe freigelegt wird, ist der Wasserabfluss durch herabfallende Brocken besonders stark beeinträchtigt. Man kann jetzt ganze Schaufeln voll Schlamm aus der Rinne herausholen und nach hinten zum Abfall werfen. Bei Beseitigung der obersten, nicht verwerteten Lagen, mit denen beim Verlegen nach vorne der Graben aufgefüllt wird, gehen vom 4 Meter mächtigen Torfaufschluss ungefähr 80 Zentimeter verloren. Für den eigentlichen Abbau bleiben also etwa 3 Meter. In einer Bankbreite ergeben sich daraus bis zur Sohle 640 Blöcke oder 2560 Torfziegel. Als das Torfmachen hier im Fenn noch allgemein zu den jährlich wiederkehrenden Arbeiten gehörte, rechnete man mit einer Tagesleistung von 2 Bänken pro Gruppe. Das waren rund 5000 Stücke. Kaffee! Die Torfstecher aus Surbrot, die in der Regel nicht im Fenn nächtigten, wie die Leute aus weiter entfernten Ortschaften, hielten draußen 2 Mahlzeiten. Eine gegen 10 Uhr, die nächste um 14 Uhr. Die beiden Essen waren auch die einzigen Arbeitsunterbrechungen, die man sich gönnte. Dann kamen die Mitglieder benachbarter Gruppen, wie hier, zur fröhlichen Gesprächsrunde zusammen. Statt des gewöhnlichen Schwarzbrotes gibt es Weißbrot, das man mit aufgestrichener Butter und Rhabarberkompott oder mit hartgekochten Eiern zum heißen Kaffee verzehrt. In der Mitte ist auf dem Boden ein Tischtuch ausgebreitet, auf dem man die mitgebrachte Verpflegung ausgelegt hat. Rhabarberblätter, mit denen früher verderbliche Speisen frisch gehalten wurden, sind hier zum Einhüllen der Butterdose verwendet. Durch die Waffeln, die sonst zu den Festtagsgebäcken gehören, heben sich die Mahlzeiten im Fenn besonders heraus. Von allem, was die Küche zu bieten hatte, wurde für die Torfstecher immer das Beste bereitgehalten. So hielt man es auch mit der warmen Speise, die am Abend zu Hause auf den Tisch kam. Die Älteren lobten vor allem den sogenannten Grumet, einen mit Milch zubereiteten Hafermehlbrei, den die Hausfrau erkalten ließ, zerstückelte und mit viel ausgelassenem Speck knusprig briet. Dazu gab es meist ein Gläschen Genever. Die tägliche Verpflegung wurde jeden Morgen frisch mitgebracht, ebenso das unterwegs geschöpfte Kaffeewasser. Darum nahm man abends die leeren Rucksäcke und Kessel mit nach Hause, wogegen die Arbeitsgeräte im Fenn blieben. Die Esspausen, für die man sich ausgiebig Zeit ließ, dauerten in der Regel eine Stunde. Die Torfschippen dürfen währenddessen wegen des glatten Schnittes keinen Rost ansetzen.
Man schützt sie, indem man die Blätter beim Wassergraben tief in den weichen Torf einstößt. Die frisch gestochenen Torfziegel, die dicht nebeneinander zum Trocknen ausgelegt werden, enthalten bis zu 75% Wasser. In diesem Zustand vertragen sie nicht den geringsten Frost. Da die Stücke beim Gefrieren aufplatzen und beim Tauen zerbröckeln würden, könnte ein einziger Nachtfrost den ganzen Vorrat unbrauchbar machen. So ist es verständlich, dass man mit den Arbeiten im Fenn erst im späten Frühjahr beginnt. Mit jeder Schubkarrenladung wird der Ertrag von 6 Blöcken abtransportiert. Dies sind 24 Ziegel in 3 Lagen, von denen die oberste nur über dem Rad vollgestellt ist. Wenn die Fahrer gegenüber den Stechern in Verzug gerieten, war es üblich, die Karren noch schwerer zu beladen. Beim Aufstellen in geraden Reihen werden die hochkantig platzierten Torfstücke leicht auf den Boden gestoßen, damit sie festen Stand gewinnen und im rauen Fennwind nicht umkippen. Dazwischen bleibt in jeder Richtung eine halbe Ziegelstärke Abstand, sodass die Luft von allen Seiten durchstreichen kann. Es kam immer darauf an, den Platz auf dem mühsam planierten, verhältnismäßig engen Trockenfeld so geschickt zu nutzen, dass für beide Familien mindestens 30.000 Stücke unterzubringen waren. Beim Wandabstich hat die eine Partie nun schon fast die unterste Bank fertig ausgehoben. Und die andere kommt soeben mit dem Abräumen der stark durchwurzelten, noch nicht zu standfestem Torf verdichteten oberen Schichten zu Ende. Wenn an der tiefsten Sohle der Wassergraben erreicht ist, muss oben an der Wandkante neu begonnen werden. Die Leiter hat ihren Platz an der Grenzmarke, sodass beide Partien sie benutzen können. Auch mit der schmalen Torfschippe lassen sich die dicken, filzigen Vasenstücke zum Abbanken an der Grabenkante entlang freistechen. Diese außerordentlich zähen Plaggen benutzte man früher, als die Fennhäuser noch mit Stroh eingedeckt wurden, zum Belegen der Dachfirste. Nach unten befördert und an der Grabensohle nebeneinander aufgereiht, füllen die Vasen die Lücke, die durch den Wandabstich entstanden ist. Im angrenzenden Abschnitt haben die beiden Stecher nach den umfangreichen Vorarbeiten nun den abbauwürdigen Torf erreicht. Während der eine in der ersten Bank bereits 4 Blöcke abteilt, aushebt und auf dem schwarzen Ort für die Schubkarrenfahrer bereitlegt, ist der zweite dabei, diese Reihe an der Wand entlang loszutrennen. Die Qualität des Torfs in der obersten Bank erfüllt zwar alle Ansprüche, sie wird jedoch umso besser, je weiter man in die Tiefe kommt. Nach einer Verordnung von 1844, die im Prinzip bis zuletzt galt, standen jeder alteingesessenen Familie von Surbrot 12 Tage für das Torfstechen im Hohen Fenn zu, wovon 5 Tage, die keine Abgaben kosteten, für den Eigenbedarf angesetzt waren. Wer die volle Zeit, z.
zum Beispiel zur Torfgewinnung für den Verkauf nutzen wollte, hatte vom sechsten Tag an täglich 10 Silbergroschen an die Gemeinde zu zahlen. Mit dem Torfstechen und mit dem Auslegen der Torfziegel auf dem Trockenplatz im späten Frühjahr waren die Arbeiten noch lange nicht beendet. Bis das begehrte Heizmaterial von der Grossterra schließlich heim nach Surbrot transportiert werden konnte, wurde es meist Spätsommer oder Herbst. In ungünstigen nassen Jahren musste man warten, bis die Fennwege im Torfmoor hart gefroren waren.